Das gucken wir uns hier an. Und ein Fahrrad. Nicht schon der wieder. Der Mann, der Deutschlands spektakulärsten Kunstskandal auslöste. Jahrzehntelang narrte er Galeristen, Gutachter und Museumsdirektoren mit millionenteuren Gemälden, die er im Stil großer Meister selber malte und als wiederentdeckte Werke ausgab. Ein Krimineller, das gefällt mir. Malen, sagt er, sei für ihn so selbstverständlich wie Zähneputzen. Er könne, wenn er wolle, jeden Maler malen. Alles eine Frage des Aufwandes. Wie ein Musiker mit dem absoluten Gehör, scheint er als Maler mit dem absoluten Blick gesalbt. Überführt hat ihn kein kunsthistorisches Gutachten, sondern das Labor. Man fand ein Pigment, das nicht passte. Wolfgang Beltracchi, getadelt und geadelt als Jahrhundertfälscher. Bitte sehr. Er hatte von rund 100 Malern ziemlich echte Werke gemalt. Kein Zweifel, der Mann kann was. Dies zeigt er nun und porträtiert prominente Persönlichkeiten. Heute den zweifachen Oscar-Preisträger Christoph Waltz. Ganz ehrlich, Chat, Alter, in dem Moment, wo ich eine Bank überfallen würde, ne, und ich dann quasi eingesperrt werden würde und dann würde ich rauskommen aus der Bank, ja? Dann würde ich quasi einen YouTube-Kanal aufmachen und würde quasi so andere Banküberfälle angucken und die dann kommentieren. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie so Sachen sagen wie, keine Ahnung, oh ja, was wir hier in dem Banküberfall, oder so Banküberfälle in Kinofilmen angucken und dann die quasi nach Echtheitsgrad quasi einschätzen und so ein Shit. Wisst ihr, was ich meine? Richtig gut. In meiner Vorstellungswelt ist oft das, was allgemein als falsch bezeichnet wird, viel richtiger als das, was als echt akzeptiert wird. Also was ist schon echt und falsch? Das liegt ja, der Unterschied liegt wo ganz woanders. Aber man hört, dass der Christoph auf jeden Fall Österreicher ist. Aber das macht es eigentlich nur sympathischer. Wolfgang und Helene Beltracchi. Ein Paar in der Kunst der Liebe so versiert wie in der Kunst der Fälschung. Das gucken wir uns hier genau an. Hier in Berlins berühmten Klärchens Ballhaus empfangen sie gleich Christoph Waltz, der unweit davon einen Wohnsitz hat. Es soll ein Bild im Stil des deutschen Expressionisten Max Beckmann werden. 10 Uhr, Auftritt Christoph Waltz. Er ist sehr angetan, von Beltracchi porträtiert zu werden. Allerdings, am liebsten wäre es ihm ohne Fernsehen gewesen. Das kann ich nachvollziehen. Na? Hallo. Hallo. Mattenschneuz. Ja. Ich habe mich bemüht. Ja gut, ich freue mich. Das ist eine gute Idee, ne? Ich war hier schon. Ja? Ja. Aber so richtig dann wahrscheinlich, mit wenn eine Festivität läuft. Ja, ja, ja. Dann sieht es wahrscheinlich anders aus. Nö. Nee? Nee, überhaupt nicht. Das ist ja die Ost. Aber jetzt, Chen, würde die innerliche Panik in mir aufsteigen. Scheiße, Smalltalk im ersten Eindruck. Das ist der gruseligste Smalltalk von allen. Berliner Schmuddelromantik. Das ist echt, ne? Es ist schon schön. Das Problem, das ich mittlerweile mit solchen Sachen habe, ist, dass sie so nachträglich absichtlich werden. Ja, das ist schade. Und dann, das ist Berlin. Ja, die haben so es wird nichts geboten, ja. Die Leute sind unfreundlich, dafür wird es als wahnsinnig toll und schick verkauft. Moment, was? Oh Gott. Klärchens Ballhaus. Es war Beltracchis Wunsch, hier mit Waltz zu malen. Ist das Hans Landa? Landa, da sind sie ja! Ja, das ist Hans Landa. Ort der Handlung, der Spiegelsaal. Unrenoviert, seit 100 Jahren. Manchmal vermeint man fast, die Aufforderung zum Tanz zu hören. Der Charme, geschunden von der Zeit. Schick. Doch der Glanz, noch hat er nicht verlernt zu strahlen. Wie nennt sich das Etablissement, was wir gerade von innen sehen? Soll ich die Jacke anlassen? Erstmal. Ich hab Folgendes gemacht. Max Beckmann, der hat eigentlich abstrahiert.
Er hat also vereinfacht. Und das ist das Problem, trotz dieser reduzierten Formsprache, den Menschen noch zu treffen. Mhm. Die Ähnlichkeit ist nicht das Problem. Das ist ja sowieso nicht das Problem. Das kann jeder. Es ist nicht nur ein Porträt. Ein Porträt hätte ich jetzt machen können in 2 Stunden oder so. Groß, fertig. Cooler Typ. Sondern es ist ein Bild, wo Sie drin sitzen, in der Mitte. Und ich muss sagen, wo sind die? Im Klärchen-Ballhaus. Okay. Wenn es noch eine Person rechts gibt und eine Person links gibt, das, was rundherum ist, macht den Menschen dann mit aus. Hoffe ich. Und wer sind die Personen, die anderen beiden? Ja, das zeige ich Ihnen danach. Ja. Nein. Warum nicht? Doch nachher. Moment. Speech 100. Ich mache sehr viele, also in Mischtechnik. Ne? Die Knacksgewürzgurken. Wow. Dass ich mit Temprafarben oder Acrylfarben untermale und dann mit Öl weiterarbeite. Aber das sind so, naja, wenn man das richtig macht, ne, das sind so richtige Königsdisziplinen. Das muss man dann wirklich können. Ich habe ja nie Malerei studiert. Naja, deswegen, das können, einfach Sie, so deswegen können Sie malen. Außer mich ganz einfach. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen, arbeiten wir ein bisschen. Ja, okay. Manche Porträts sind richtig gut, manche sind... Vorbereitung für das Bild im Atelier der Beltrakis. Wolfgang und Helene vertiefen sich ins Werk von Max Beckmann. Beckmann zählt zu den bedeutendsten Vertretern des deutschen Expressionismus. Viele seiner in leuchtenden Farben gehaltenen Gemälde zeigen kräftig konturierte Porträts und Figurengruppen. Unter den Dargestellten immer wieder Künstler, Artisten, Schauspieler. Guck mal das hier. Oh, der Tanz der Apache. Ja, das ist natürlich fantastisch. Tolles Bild. Odysseus und Kalypso. Das würde ja vielleicht auch passen. Ja, sieht dem Wald sogar ähnlich. Ja. Von wann ist das? 43. Vogel ist immer ein Unheil bei ihm. Ne? Mhm. Vogel ist ein Symbol für Unheil. Das ist auch schön hier, der König. Ne? Ja, das ist eine tolle. So was habe ich mir überlegt. Dass wir den Walz in Szene setzen. Genau. In einem Stück. Mhm. Also eine Szene aus dem Stück. Mhm. Und dann sind dann irgendwelche Randfiguren noch mit dabei. Ne? So was könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel. Mhm. Weil der Walz ist so eine starke Figur. Ne? Mhm. Und ich kann mir den einfach ganz, ganz toll in dieser Zeit auch vorstellen. Mhm. Ne? Nicht bloß ein Porträt, ein regelrechtes Tableau will Beltraki malen. Walz mittendrin. Das bedeutet Aufwand, das bedeutet Vorarbeit. So, Jackett. Ja, wir gucken uns kein Porno an, wir gucken uns die Kunst an, okay? Wir müssen uns nicht vorstellen, wie Kunst zu sein hat. Sie sind so schlank, verdammt. Ich will den Bauch ausstrecken. Ich bin immer neidisch. Ich werde immer fetter. Kann gar nichts mehr essen. Immer habe ich ein schlechtes Gewissen. Meine Frau guckt immer auf meinen Bauch und ärgert mich. Und was wäre jetzt, wenn Sie ein bisschen fetter würden? Wieso ist da so eine gerade Linie? Ach so, die Jacke. Ja, ich bin ja fett. Also relativ fett. Wenn ich wieder in den Süden komme, nehme ich wieder ab, dann gehe ich jeden Tag schwimmen. Gehen Sie dann wieder nach Frankreich? Ja, klar. Ja. Nach Hause. Ich habe da gelebt die ganze Zeit. Unsere Freunde sind alle da. Wo ist die Heimat? Da, wo man seine Freunde hat. Ich lebe im Internet. Und ihr? Oder? Keine Ahnung. Doch, für mich schon. Ach, merkt. Der Christoph ist, glaube ich, ein bisschen angenervt von der Kamera. Nicht unbedingt von dem guten Betrag. Ich weiß nicht, Jane, irgendwie ist da was off, findet ihr nicht? Irgendwie ist das so ein kleiner Stimmungsbruch. Beltraki an, zudem drückten in Deutschland 280.000 Vorschriften und Verbote aufs Gemüt. So, fertig. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt machen wir das Gesicht. Ne? Gut, dann gehe ich vorher mal, da oben ist es, glaube ich.
Aber nicht wenn Sie gucken. Erlauben. Bitte? Wir sollen, nee, Moment, ich mache das zu. Ich möchte nicht, dass das Bild anguckt. Ach so, ja. Das Bild verträgt das im Moment noch nicht. Ja, ja, ich kann auch vorbeigehen, ohne hinzuschauen. Ah, ich traue ihn nicht. Man weiß ja nie. Wolfgang Beltracchi. Wie kein Zweiter blaffte er die Instanzen des Kunstbetriebes. Seine Bilder schafften es bis ins Museum of Modern Art. Renommierte Experten beglaubigten seine Werke. Die größten Auktionshäuser verkauften sie. Was für eine Strafe hat er bekommen? Zweimal schmückte das angesehene Auktionshaus Lamperts seinen Katalog mit Beltracchi-Fälschungen. 10 Jahre, knapp 6 Jahre? 1986 fand Beltracchi mit einem Campendonk Eingang in eine englische Ausstellung deutscher Expressionisten. Die altehrwürdige Pariser Galerie Malang warb für ihre Max-Ernst-Retrospektive mit einer Beltracchi-Fälschung. Interessant. Seine Fälschung eines Johannes Molzan-Bildes landete 1988 im angesehenen Lehmbruck-Museum in Duisburg. Das hat die Witwe dann gekauft. Also nicht von mir, sondern von einem Händler gekauft. Ganz schönes Bild. Hehler. Oder? Ist es noch ein Händler, wenn er Fälschung verkauft? Ich weiß nicht. Da gibt es noch ein paar andere, aber das war ich besonders stolz drauf. Eine weitere Macht. Dude, ey, was Kerl, ey. What the fuck, Alter, ist wirklich ein guter Krimineller. Die Ernstfälschung schaffte es sogar auf die Katalogtitelseite des namhaften Auktionshauses Christie's. Das war der Ritterschlag. Evening Sale bei Christie's in London, das ist schon wirklich, ne, das ist besser als jede Museumsausstellung. Just imagine, ey, du hast so viel gefälscht und so viel quasi dann weiterverkauft und auch damit eine Menge Geld gemacht. Und dann kannst du dir, boah, wie cool muss das sein, wenn du zum Beispiel selber in ein Museum gehst und du bist Teil des Museums und wirst erwähnt irgendwie als Fälscher oder so. Wobei, ich glaube nicht, dass sie ihn irgendwo erwähnen, er ist ja kriminell. Aber wie dem auch sei. Max Beckmann hat gesagt, er hat also total abgelehnt, dass ein Künstler seine Kunst erklärt. 100% bin ich der Meinung. Bin ich auch der Meinung. Ich erkläre das jetzt nur von Beckmann, weil es eben für der Sache jetzt dient. Aber normalerweise finde ich auch, muss man Kunst nicht erklären, sondern Kunst angucken. Und das hat er auch mal gesagt. Man muss sie nicht hören, die Kunst, jetzt Malerei oder Bildhauer, sondern man muss sie anschauen. Und dann muss jeder für sich selber Ich finde, er hat eine Nase wie ein Vogel, Schnabel. Entscheiden, was er sieht und rauszieht. Ich werde in Interviews immer gefragt, aber nicht deswegen, weil das Interesse besteht, sondern weil die keine anderen Fragen stellen können, weil sie sich nicht die Mühe machen, eine andere Frage zu überlegen. Erzählen Sie uns doch was von dem Charakter, den Sie darstellen, den Sie spielen. Sag ich, warum? Das mache ich prinzipiell nicht. Weil ich sage, wenn Sie was über den Charakter wissen wollen, dann gehen Sie ins Kino, schauen Sie den Film an. Weil das ist das, was ich mache. Das, was ich mitzuteilen habe über den Charakter, mache ich, indem ich die Rolle spiele. Und nicht, indem ich Ihnen die Gebrauchsanweisung überreiche, wie Sie es zu sehen haben. Ja, so ist das bei mir auch, mit der Malerei. Aber wenn man in Museen geht, die Betrachtung hat sich ja, also das haben die Kunsthistoriker ja erreicht, die Betrachtung hat sich ja verkehrt. Ja. Also die Leute wollen ja auch nur mehr die Legende sehen. Mein Sohn hat vorgeschlagen, das Bild ganz klein, also neben die große Erklärung zu hängen. Und das finde ich eine ganz gute Idee. Die Erklärung das Kunsthistoriker-Gewäsch ganz groß und daneben ein kleines Fotochen von dem Bild. Mhm. Ich bin ein bisschen verliebt, ich bin ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen verliebt in Christoph. Ja, das ist es. Herr Weiß, können Sie noch ein bisschen näher kommen? Selbstverständlich. Ich weiß, es ist sehr intim, aber... Macht nichts. Das ist nun mal so. Ja. Und noch ein bisschen so rum. Ich habe das wirklich jetzt ganz frontal, nehme ich das. Ne? Ich fange immer mit den Augen an. Und dann arbeite ich mich so nach links und rechts und oben. Ich möchte kurz anmerken, Chat, habt ihr schon mal versucht, einen Menschen zu malen oder allgemein zu malen? Ich glaube, jeder hatte mal eine Phase, wo er irgendwie mit einem Bleistift oder so Gas gegeben hat auf seinen Block oder so.
in der Schule zumindest. Ich habe es nie hinbekommen, Chat. Ich bin einfach nicht talentiert genug dafür. Ich bin kein Maler, offensichtlicherweise. Ja, ich kann vielleicht mit meinem Mund machen und mit meinen Gedanken und so, aber nicht mit den Händen einen Pinsel so halten, dass sowas Cooles draus kommt. Das kann ich einfach nicht gut. Ich bin deswegen jetzt wirklich gespannt, wie der jetzt da anfängt und ob das gut aussieht oder nicht, weil ich meine, what the fuck. Also das eine Auge ist wirklich wesentlich höher als das andere. Das rechte, ne? Das ist aber richtig so. Wenn ich nämlich jetzt irgendwas falsch mache, dann sehen sie nicht mehr so aus, wie sie aussehen. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Also da ist schon ein Fältchen, ne? Ganz schön so, aber das finde ich auch in Ordnung. Ich werde sie da auch nicht schonen, ne? Ganz klein bisschen so rüber. Also diese Nase ist auch nicht einfach. Wem sagen Sie das? Ich hab sie. Verdammt. Also, eine Falte. Und dann haben wir noch eine dahinter. Ich bin kein Schönheitschirurg. Was? Nur Maler. Wir wollen ganz ehrlich sein. Naja. So ein bisschen auf jeden Fall. Ja, jetzt habe ich das Köpfchen fertig. Ist nicht so riesig. Das Köpfchen. Wenn ich jetzt den Mund zwei. Kennt ihr dieses Meme in Anführungszeichen mit Rest of the fucking Owl? Quasi male einen Kreis, male einen weiteren Kreis, füge Details hinzu, boom, hochdetaillierte Eule. Weil ich meine, für eine Sekunde habe ich nicht hingeguckt und plötzlich ist das Gesicht wirklich da. 2 mm zu also der Sketch. An einer Seite. 2 mm reichen, dann ist er nicht mehr im Mund. Christoph Walz. Österreichisch-deutscher Charakterdarsteller von seltenem Rang und beispielloser Wandlungsfähigkeit. Versteht sich sowohl auf abgrunddüstere wie auf hochkomödiantische Rollen. Mal nimmt er Jesus als Traufgänger, mal Roy Black als Traumsänger. Was? What? Okay, wer ist der creepy Sexualstraftäter, den ich hier gerade sehe? The age is silent. Walz gewinnt Dutzende Film- und Fernsehpreise. Krönung, 2 Oscars. Das war Walz, wirklich? Wow. Okay, das ist wandelbar. Für Filme von Tarantino. And the winner is Christoph Waltz in Inglourious Basterds. And the Oscar goes to Christoph Waltz, Django Unchained. This is the second Academy Award and second nomination for Christoph Waltz. Jetzt mache ich das Bild mal hoch und Sie können es sich mal angucken. Ja. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Man muss aber auch dazu sagen, Alter, der hat auch das Glück, dass er einen Tarantino-Film mitspielen darf. Tarantino ist vermutlich einer der wenigen Regisseure, die quasi weniger Vorgaben haben als alle anderen. Der muss nicht darauf achten, dass er ein Film in jedem Markt, also in China gut ankommt, in Russland gut ankommt, in Saudi-Arabien gut ankommt, in Iran gut ankommt, egal wo, wisst ihr, was ich sage? Mit anderen kann einfach sein Ding durchziehen. Klar werden die Filme dann sick, Mann. Weiter. Und Sie sind sicher, ja? Ja. Nicht, dass Sie es nachher bereuen. Nein, ich bereue das nicht. Warum soll ich das bereuen? Ich bin meiner sicher. Aber Sie müssen mir mal, ich werde Ihnen dann aber das Bild nicht erklären. Kommen Sie mal rum. Sind Sie happy? Das muss ein komisches Gefühl sein, oder? Sich selbst gemalt zu sehen? Das ist jetzt der Moment, wo Walz zum ersten Mal einen Blick aufs Bild werfen darf. Knapp 3 Stunden saß er neben der Leinwand. Christoph ist, glaube ich, einfach nur mega angenervt, dass die scheiß Kamera ihn dabei in die Fresse hält, wisst ihr? Währenddessen er so einen intimen Malermoment hat. Die einzige Erklärung, die ich dazu abgebe,
oder abgeben würde jetzt. Das sind sie in einem Moment ihres Lebens. Wie kommt die Amazone da rein? Die Amazone, das ist die schützende Figur in dem Fall. Und auch, durch den Vogel. Natürlich, der Vogel ist ein Symbol für die schlechte Seite, also für das Angestrengte, das. Ne? Das ist der Vogel, das Symbol für. Mhm. Die Energie des Videos macht mich irgendwie fertig, Chat, Alter. Wisst ihr, was ich sage? Das ist ein Engel. Den hat er auf dem Rücken gebunden. Ne? Okay, mhm. Aber letztens haben wir aber genug erklärt. Ne? Engel. Ja, ich bin sofort wieder da, Chat, aber meine Wasserflasche ist leer und ihr wisst ganz genau, wenn ich nicht hydriere, Chat, dann falle ich gleich um und werde ohnmächtig. Bin gleich wieder da. Sorry, Chat, seitdem ich pumpe, kann ich meine Kraft nicht mehr kontrollieren. Ihr kennt das vielleicht. Weiter geht's. Sie gehören zur Ikonografie Beltrakis. In seinen persönlichen Bildern, die keinem fremden Maler geschuldet sind, kommen sie gern geschlachtet daher. Geschlachtet? Oder sie stürzen fahle Augen vom Himmel. YouTube-Gesichter. Engel, sagt Beltraki, verkörpern für ihn das Prinzip Hoffnung. Danke, Hopfen, übrigens für die 54. Jimmy, danke für die 17. Dreiser hätte für diesen Beitrag gerne weiter in einem deutschen Kunstmuseum gedreht. Wir haben ja einen Antrag gestellt, diese Filmaufnahmen zu machen in dem Max-Beckmann-Saal in Bremen. Lass mich raten, er durfte nicht, weil er ja Fälscher ist und kein Künstler, richtig? Die fingen ihm quasi sein ganzes Leben dafür, was er getan hat. Wo ist mein Brillenputztuch? Verdammt. Keinen Fall lassen, das müssen wir verstehen. Und die lassen mich in kein Museum rein. Ne? Dann wollten wir drehen im Ludwig-Museum und in Köln. Auf gar keinen Fall. Im Städel in Frankfurt? Auch nicht. Auf gar keinen Fall. Der wirkliche Hauptgrund ist natürlich, dass die Angst haben, dass denen irgendwas von der Wende fällt. Ne? Dass ich sagen könnte, ja, das ist aber... Nee. Ja? Das reicht ja schon, wenn ich das sagen würde. Aber ich meine, Ihre Bilder sind ja so gut, dass die sogenannten Experten, die Sie ne, auch nicht unterscheiden können. Ich fände das eine schöne Situation, wenn Sie in die Museen gingen und jetzt von Bildern behaupteten, dass sie Ihre seien, die es gar nicht sind. Richtig. Das wäre so geil. Unruhe stiften. Das ist natürlich übel. Ne? Darf man nicht machen, sowas. Herr Weiß, was erzählen Sie da? Fälschen, aber nicht, ne? Das von mir. Moment, das auch. Rund 200, 250 Bilder von Beltraki sind doch irgendwo in den Museen und Privathaushalten. Ich hoffe, viele sind in Museen, dann kann man sie sehen. Ich muss nicht wissen, dass es seine sind. Im Gegenteil, die Vorstellung, vor einem Beltraki zu stehen, ohne es zu wissen, ist eine schöne. Ja, absolut. Das ist faszinierend. Das Fuck, oder? Das gefällt mir, weil da geht's noch mehr ums Bild. Es bereitet Vergnügen. Dieses Hintergehen und Unterwandern und Vorführen und Klauen. Bloßstellen, das bereitet Vergnügen, weil natürlich auch in der ganzen Kunstwelt wahnsinnig viel Mumpitz betrieben wird. Und möglicherweise mehr Mumpitz als nicht. Und bei den Experten geht es immer um das Expertentum, das sie selber vertreten. Nicht so sehr über das, worüber sie vorgeben, Experten zu sein. Ich glaube, der Christopher hat was in der Birne, Chat.
Meine Güte, vielleicht sollte er was daraus machen, vielleicht Schauspieler. Meine Güte. Sieht gut aus. Sieht gut aus, ne? Der Popo ist super geil. Ist einfach verschärft, ist der. Hübscher Popo. Ein anderer Körperteil macht dafür mehr Mühe. Die Hände des Herrn Beckmann, das ist gruselig. Das ist einfach gruselig. Ich tue mich da schwer mit, ne? Die jetzt so zu verunstalten, die Hände. Moment, können wir ganz kurz Beckmann-Sachen suchen? Ganz kurz, Beckmann. Warum habe ich Microsoft Bing geöffnet? Wie habe ich denn Bing geöffnet? Ich habe noch nie Bing gesehen. Ah, da sind die Hände. Hier, Chat in Bing. Ja, ich wollte was Neues ausprobieren. Das sind scary Hände, glaube ich. Aber unter uns, Chat, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, mal eine andere Suchmaschine als nur Google zu benutzen. You know what I'm saying? Yes. Oh, das ist Herr im Himmel, echt. Mein, wer hat solche Hände? Kein Mensch. Aber nur Mutanten haben solche Hände. Aber mehr ist nicht drin. Da müssten Sie mit leben, Herr Walz. Wirklich. Und ein tolles Bild. Ich muss mich mal loben. Lob mich mal schütteln. Ich klopfe mir auf die Schulter. Das wird toll. Okay. Lass uns noch mal genauer angucken, was er macht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Farbe in dem Gesicht fehlt im Vergleich zu den anderen. Oder ist es einfach deren... Wir können mal Bing öffnen. Oh, ups. Kommt noch, sagt er. Ach so, oh, ich dachte, er wäre fertig. Ich dachte, die gucken sich das an, weil es fertig ist. Rockies und die deutsche Kunstszene. Okay. Fertig lustig. Ein Auktionator plädierte öffentlich für die Anwendung der Scharia. Heißt Hand ab. Es ist immer wieder dieser... Wollen ihn die Hand abschneiden dafür, dass er gefälscht hat? Das sind wir im Mittelalter? Zorn. Das ist ein Affe. Also der Typ, der es vorgeschlagen hat. Darauf versagt zu haben. Die Wenn die auch die Augen ausstechen können, hätte er nie wieder malen können. Wie wär's damit? Die haben halt alle versagt. Sie müssen eins sehen. Es war ja nicht nur einer. Ich habe ja fast 100 Maler gemacht. Und für jeden gibt es einen Experten. Die haben alle versagt. Und deshalb gibt es diesen... Es ist halt die Enttarnung auch einer Elite, die von sich... die sich selber zelebriert und die von sich behauptet, halt doch ein ganz spezielles Wissen zu haben und dieses Wissen auch für sich beherrschen und das auch nicht weitergeben wollen. Die sagen, was Kunst ist, die sagen, was der Preis für Kunst ist und die schließen eigentlich die weniger Kunstbeteiligten daraus aus. Also ich habe ja auch schon öfters mal sagen lassen, Chat, dass wenn du zum Beispiel richtig, richtig hart Steuern sparen willst, dann lässt du einfach, dann bezahlst du jemanden, der quasi Kunst, die Kunstpreise quasi evaluiert. Du lässt den Preis extra hoch evaluieren, kaufst das Ding für extra viel Geld und kannst dann richtig viel Kohle, also richtig viel, ja, Taxes sparen. Frage ist, Chat, sind das clevere Leute, weil die clever Steuer sparen, oder sind das Leute, die dem Staat Geld klauen? Das ist die wirklich wichtige Frage hier. Ihrem Herrschaftswissen. Aber Sie selbst, haben Sie ein Unrechtbewusstsein? Nur was die Signaturen angeht. Das war halt der Betrug, die Signatur, die falsche Urkundenfälschung. Ansonsten habe ich keine moralischen Bedenken. Meine Bilder, das sind meine Kinder, da habe ich keine Bedenken, überhaupt nicht. Ich liebe die Bilder. Zweiter Maltag. Ich war schon ganz gespannt, wie das heute aussieht. Ja, das ist immer anders, ne? Am zweiten Tag. Das ist wie mit den Frauen, wenn man dann morgens wach wird. Am zweiten Tag. Ja. Also früher war das so jedenfalls. Ja, aber als nicht.
Christoph. Seine Frau ist anwesend, nur so nebenbei, ne? Walz bringt ein aktuelles Foto seiner Frau mit. Erstmal Fotos von der Frau angucken nach dem Spruch. Ja, ja, das kann ich ja ein bisschen anpassen. Ich muss mal näher rangehen. Dann haben wir ein bisschen mehr hier. Also die Kerbe ist nicht so tief, aber ist doch eine Kerbe. Ne? Also seine Frau nachempfunden, das Bild. Die Unterlippe ist eindeutig dicker. Okay, ich mach das gleich. Wie, jetzt malt er seine Frau da drauf? Die heutige Malsitzung dauert wiederum gut 6 Stunden. 6 Stunden feilen an Details. Gut. So, jetzt mache ich nämlich noch in den Händen so ein paar Linien. Ich gehe daran kaputt. Ich bin heute Nacht. Ich stand schon verdammt, ich gehe daran kaputt an diesen Händen. Darf ich dir was fragen, Herr Walz? Nein. Ich mag, dass er nichts sagt. Das ist auch so eine Frage, worauf er quasi Ja antworten soll. Natürlich gefällt das Christopher nicht. Bitte? Ich wollte dir was fragen. Ja? Ihre Mutter, die hat mal eine... Oh boy! Das gucke ich mir, by the way, ab, Chat. Boom! Identitätsraub. Oder keine Ahnung, Gestenraub. Holy shit, war das gut. Warte. Hier nochmal in Echtzeit. Darf ich dir was fragen, Herr Walz? Bitte? Ich wollte dir was fragen. Ja. Dude, die Augenbrauen. Die, come on, Alter, was ist los mit ihm? Mutter. Oh, wohl. Die hat Malerei studiert bei Léger. Mhm. War das richtig? Mhm. Das ist ja irre, ne? Das ist ja Wahnsinn. Wenn man sich das vorstellt, ausgerechnet, ne? Wo ich so gerne Léger gemalt habe. Ne? Beltracchi mochte den Kubisten Fernand Léger, unter anderem wohl auch, weil Léger selbst eine Zeit lang Kunstfälscher war. Für Beltracchis Bild Nature Morte lag eine Offerte von fast 6 Millionen Euro vor. Zum Verkauf kam es nicht mehr, die Ermittlungen der Polizei waren schon zu weit fortgeschritten. Letzte Malphase. Beltracchi widmet sich den Farbklängen, die dem Gemälde den gewünschten Beckmannschen Ausdruck verleihen. Das ist ein... Ich Vollidiot habe jetzt erst realisiert, dass das die Frau vom Walz ist, die auf dem Plakat, auf dem Bild ist und nicht die Frau vom Maler. Warum um Himmels Willen dachte ich, dass er seine eigene Frau auf dem Bild draufmalt und nicht Walzes Frau? Wow, Chad, Alter, danke fürs Erklären. Ich war mega verwirrt schon die ganze Zeit. Ich denke so, das ist aber irgendwie weird, oder? Oh mein Gott. Okay, danke. Ultramarin Violett, das ist ein Preußischblau, das ist Azurblau und Marganblau. Das links ist Tarantino? Ja, richtig zu, ja. Wobei jetzt, wo ich hingucke, könnte ich mir gut vorstellen, das ist Tarantino, ja? Wisst ihr, guck mal hier, Chat, sind das hier unten die Füße? Weil wenn das Tarantino ist, dann müssen hier unten auf jeden Fall die Fußsohlen zu sehen sein, weil der ist Fußfetisch ist, Chat. No King-Shaming, das ist vollkommen in Ordnung. Alles, was euren Penis hart macht und oder euch feucht macht, ist vollkommen in Ordnung, ja? Hauptsache, ihr habt Spaß dabei. Ja. Langweilen Sie sich, Herr Walz. Langweilen Sie sich? Bitte? Langweilen Sie sich? Überhaupt nicht, im Gegenteil. Das ist das Einzige jetzt an dem Bild, wo ich mir jetzt ein bisschen mehr Mühe mitgebe. So im Detail sind die Augen. Alles andere ist ja doch mehr grober. Es ist nun mal ein auch expressives Bild. Ne? Ich muss sagen, seine Frau, sie hat aber auch schon so einen coolen Vibe irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Das sind so richtige, so ein Künstlerpärchen.
glaube, jetzt kann man nicht mehr, viel besser kann man es nicht mehr machen, jetzt ist es nicht als Beckmann. Glaubt ihr, dass Maler sich quasi eine Muse zur Frau suchen, die quasi ihr, ihm, deswegen ist sie auch dabei, vermutlich, ne? Eine Muse, wisst ihr, was eine Muse ist? Ja, ne? Quasi eine Person oder ein Mensch, der einfach er selbst ist und oder vielleicht, sagen wir mal, so eine gewisse Aufgabe übernimmt, um den Vibe zu vermitteln. So eine Art Vibe-Generator. Aha! Das sieht tatsächlich, Chad, Alter, hat sich krass entwickelt, auf jeden Fall, von letzten Tag auf jetzt. Meine Güte. Frage aller Fragen. Was löst das Bild bei Walz aus? Das kann ich nicht beantworten. Was löst es aus, das weiß ich noch gar nicht. Das Bild ist vor 7 Minuten fertig geworden. Also, jetzt muss er gibt mir schon wieder das Gefühl, als wenn er sagen will, was ist das für eine dumme Frage. Muss man es erst mal Bild sein lassen. Aber berührt es Sie? Nee. Oh Gott, jetzt kommt die Antwort. Chat, get ready. Es ist, ehrlich gesagt, stört mich die Frage gar nicht. Ja, was die Scheiße ist, Mann. Das ist eine richtig dumme Scheißfrage. Oh mein Gott. Ganz empfindlich. Ich will jetzt erstmal in Ruhe gelassen werden mit dem Bild. Based. As fuck, Giga-Chat-Boys. Berührung, nicht Berührung. Ich würde Ihnen sowieso nicht sagen, was mich berührt oder was mich nicht berührt. Also, ganz kurz. Ey, Scheiße, ich meine, es ist vielleicht nur ein Reuploader. Ich muss das liken, Chat. Das müssen andere Menschen sehen. Ich will das erst jetzt ein bisschen angucken. Verpisst euch. Mir gefällt übrigens auch, Chat, wenn man genau hinguckt, Walz hat niemals in die Kamera oder zum Reporter geguckt, nur aufs Bild. Chat as fuck. Verlinkt euch das, Chat. Das habe ich sehr genossen, das Video. Ein sehr gutes Video. Sehr, 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 sehr gutes Video, Chat. Holy shit. Das Beste, was ich heute gesehen habe.